Ja, hallo zusammen. Ich komme gerade von unserem Call, von einem Call vom Workshop Entfache das Feuer deiner Lust. Und heute hatten wir schon ein spannendes Thema, nämlich, wie wäre es, Sex zu haben, anstatt zu streiten? Das Ganze kommt von der Kundin von mir, die im Frauenkreis dabei war, die mal gesagt hat, Ute, indem wir dieses Thema auch hatten, oder hat sie gesagt. Und dann habe ich zu meinem Sa Mann gesagt, weißt du was, anstatt jetzt weiter zu diskutieren, lass uns lieber Sex haben und mich durchvögeln. Das hat sehr geholfen. Und die Frage wäre in der Tat ernsthaft, oder was würde passieren, wenn wir Sex hätten, anstatt zu streiten und zu diskutieren, wenn wir viel mehr, ja, Nähe hätten, also. Für mich ist Sex einfach ein, wie soll ich sagen, ja, das ist das, was eine Beziehung zusammenhält. Das ist das, was uns immer wieder Nähe erleben lässt. Also Sex ist ja auch so viel mehr wie nur der Akt, oder? Da geht es um Intimität, um Nähe und Begegnung, um sich fallen lassen, um Hingabe, Kontrolle loslassen und. Und das ist natürlich für eine Beziehung ein Kitt. Das hält uns zusammen, da können wir noch so streiten. Das ist der Moment, wo wir immer wieder zusammenkommen. Und wenn wir diese Momente nicht mehr haben, dann entfernen wir uns in der Beziehung immer mehr und mehr und mehr. Und deshalb, ja, ich bin schon jemand, der Meinung ist, dass das zu einer Beziehung dazugehört und dass es für eine Beziehung auch sehr dienlich ist. Und wie gesagt, Sexualität, Intimität. Sexualität sowieso ist so viel mehr wie nur der Akt an sich. Da gehört viel, 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 viel mehr dazu. Und lasst mich mal wissen in den Kommentaren, wie ihr drüber denkt, oder? Sex anstatt streiten. Nicht umsonst sagt man ja, der Versöhnungssex ist der beste Sex. Also hast du Sex nach dem Streit? Oder gehörst du zu den Frauen, die sagen, nein, das geht gar nicht? Also, das ist auch so etwas eben. Und ich kenne das gut von mir früher selber. Ich war immer sehr lange böse, sehr lange nachtragend, ganz ungesund, gar nicht gut. In der Zwischenzeit lasse ich das. Und ich finde schon so, Sex nach dem Streit hat schon etwas. Lass mich wissen, wie du darüber denkst, wie du darüber denkst. Und wenn das ein Thema ist, das dich interessiert, dann habe ich tolle Neuigkeiten, weil mein neuer Online-Event Unwiderstehlich, weiblich, sinnlich, kraftvoll Frau sein startet bald. Der Online-Event für glückliche und erfüllte Beziehungen. Und zwar egal, ob du Single bist oder in einer Beziehung. Ich poste euch mal in die Kommentare den Link zur Anmeldung. Es ist kostenlos. Und da werden wir solchen Themen auf die Spur gehen. Was bedeutet es überhaupt, unwiderstehlich, weiblich, sinnlich, kraftvoll Frau sein? Wie kann ich mein Herz wieder öffnen, damit ich Sex haben kann nach einem Streit? Wie komme ich raus aus der Bedürftigkeit, raus aus dem Mangel, rein in die Fülle? Und ja, alle weiteren Details findest du bei der Anmeldung. Es ist kostenlos, es sind insgesamt vier Events, vier Teile. Und du kannst an einem teilnehmen, an allem. Wenn du nicht live dabei sein kannst, bekommst du eine Aufzeichnung. Und ich freue mich schon mega drauf, dass meine Online-Events sind immer sehr beliebt. Sind immer sehr beliebt. Und ja, lass mich wissen in den Kommentaren. Sex nach einem Streit. Ja oder nein? In diesem Sinne wünsche ich euch dann noch einen lustvollen Abend, ein lustvolles Wochenende, süße Träume, tausend Küsse und bis zum nächsten Mal. Macht's ganz gut.